Hallo, ich bin Tom Weißbach und heute geht es in meinem Maschinentutorial um die Stichplatte, das Teil, was unter der Stichplatte ist und Transporteur heißt. Und am Ende des Ganzen wollen wir auch nochmal über das Schmiermittel, das Öl in der Maschine reden und uns da ein, zwei spannende Dinge anschauen. Wenn wir über die Stichplatte reden, dann ist das dieses halbrunde Teil, welches hier unten mit zwei Schrauben befestigt ist. Heute geht es als erstes mal darum, dieses Teil, diese Stichplatte, diese zwei Schrauben zu lösen. Also wir demontieren das Ganze. Dafür habe ich tatsächlich Spezialschraubendreher und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie extra lang sind. Extra lang, das hat einen besonderen Grund. Wie man gleich sehen wird, ich möchte ja an die Schraube ran und mit einem kurzen Schraubendreher würde ich das jetzt gar nicht schaffen. Sprich, ich löse die Schrauben und hoffe, dass meine Vorgänger beim Festschrauben nicht mit aller Menschenkraft daran gedreht haben. Und siehe da, die Schraube löst sich relativ leicht. Ich löse die nur ein Stück, nicht ganz, mache das mit der zweiten Schraube auch, löse sie erst einmal. Das geht ganz einfach. Und sofern ich die ein Stück gelöst habe, lässt die sich ganz gut per Hand rausdrehen. Die Schraube hat eine besondere Form. Die ist obendrauf ballig, halbrund. Man nennt sie auch Linsenschraube. Das hat den Grund, dass das Material, das Nähgut, über die Schraube bitte drüber hinweg gleiten soll und nicht hängen bleibt. Ich löse die zweite Schraube mit der Hand, lege die mir hier an der Seite ab. Da liegen die alle beide. Öffne das hier ein bisschen. Jetzt komme ich ganz schwer an die Stichplatte ran. Da nehme ich nochmal meinen Schraubendreher und hebe die so ein bisschen an. Und da sieht man, dass die fast wie von selbst da rausrutscht. Sie ist gelöst. Und wenn ich die Stichplatte schon gelöst habe, dann schaue ich gleich mal auf der Unterseite, ob die eventuell verfusselt oder verölt ist. Das ist hier nicht der Fall. Wäre es der Fall, könnte ich mit so einem kleinen, einfachen Pinsel das Ganze auch reinigen. Also sprich, Öl, Fusseln, andere Rückstände hier gleich entfernen, wenn ich die Stichplatte schon mal gelöst habe. Stichplatte ist gelöst, das ging also relativ einfach, relativ gut. Jetzt habe ich hier ein zweites Teil. Das Ganze nennt sich Transporteur. Den Transporteur erkenne ich immer ganz gut daran. Da sind so kleine Zähne drauf, so eine Verzahnung drauf. Den möchte ich auch noch lösen. Und das passiert wie folgt. Also wieder Spezialschraubendreher von oben angesetzt in die Schraube, in den Schlitz der Schraube eingetaucht. Schraube gelöst. Ich drehe diesmal keine Linsenschraube, sondern eine ganz normale Maschinenschraube, die ich da rausdrehe. Maschinenschraube mit einem Schlitz. Ich lege die Schraube hier ab. Erste ist gelöst. Zweite Schraube wird gelöst. Und da löst sich auch schon der Transporteur in der Maschine. Der dreht sich schon so ein bisschen mit zur Seite. Und natürlich sollte man immer aufpassen, dass die Schräubchen beim Lösen nicht in die Maschine reinfallen, sondern von mir relativ zielgerichtet gegriffen werden, um sie dann auch griffparat abzulegen. Hier ist also der Transporteur. Wie schon erwähnt, zeichnet er sich dadurch auf, dass er oben die Zacken hat und auch den und auch der lässt sich ganz gut reinigen, weil da sammelt sich gerne dieser Fusselkram drinne, indem ich mit dem Pinsel das so ausstreife. Ich gucke, ob das Ganze ölig ist und ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera sieht, aber der Transporteur ist von unten ölig. Das mache ich mir erstmal weg, also ich streife mir das hier so ein bisschen ab. So, jetzt habe ich das also beides gelöst, es liegt frei. Und das Lösen macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, weil man gerade mal Lust hat, Transporteur und Stichplatte auszubauen, sondern hier geht es eben auch um das Reinigen. Bei dieser Maschine, die noch relativ frisch aussieht, sauber, ist da kaum bis nichts zu sehen. Hier in dem Bereich befinden sich aber sehr oft sehr viele Fusseln. Das Herausziehen per Finger ist eher unüblich. Man nimmt in der Regel einen Pinsel, einen handelsüblichen Pinsel, und macht eine leichte Halbdrehung und dann kleben die Fusseln hier vorne dran und man kann sie abstreifen. Also der Pinsel ist sehr dienlich. Manchmal stecken da drin auch noch Fadenreste oder haben sich sogar reingeschlungen. Die lassen sich bevorzugt dann gerne auch mit so einer Pinzette hier, mit einer gekröpften Pinzette, die vorne so gebogen ist, aus diesem Bereich hier rausholen. Habe ich das beides gelöst? Möchte ich gleich nochmal nach unten schauen, also unter die Maschine, ob da eventuell auch noch was ist, was in dem Bereich Fusseln, Schmutz etc. ist, um das Ganze zu reinigen. Sprich,
ich werde den Maschinenkopf der Maschine jetzt einmal umlegen. Ich klappe diesen Maschinenkopf nach oben und lege die Maschine um. Das würde jetzt passieren. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil das Ganze ist durchaus als schwer zu bezeichnen. 30 Kilo, die ich jetzt hier so umschwenke. So, die Maschine ist jetzt hochgeklappt. Der Maschinenkopf ist umgelegt. Der hat so eine Lagerungsposition, dass es mir diesen Tisch hier nicht umwirft, wenn ich das mache. Mache ich das aber mit einem kühlen Schwung und lasse die da hinten in die Arretierung klappen, dann haut es den Tisch schon um. Also ich muss das mit einer gewissen Vorsicht machen. Ziel des Ganzen war ja, in diesen Bereich hier reinzuschauen. Hier wollen wir reinschauen. Hier wollen wir eventuell Schmutz und Fusseln etc. anderes rausholen. Und von oben haben wir ja schon Stichplatte, Transporteur gelöst. Ich hole jetzt noch Spulenkapsel und Spule heraus. Und auch dort schaue ich gleich mal, wie sieht es denn hier drin aus? Kann ich da etwas reinigen? Ist das verschmutzt, verölt etc.? Aber mir geht es jetzt hauptsächlich genau um diesen Bereich hier. Spulenkapsel, Gehäuse. Da finden sich gerne viele Verunreinigungen drin und die lassen sich natürlich auch wieder mit diesem Pinsel entfernen, mit der Pinzette. Und toll ist es auch, wenn ich während des Ganzen mein Handrad drehe, damit das hier unten in Bewegung kommt, weil manchmal klemmen die kleinen Fadenreste hier an Stellen, die ich auf den ersten Blick gar nicht sehe. Also währenddessen Handrad drehen und alle Verschmutzungen, Fadenreste herausholen. Ist dieser Prozess abgeschlossen, klappe ich mir meine Maschine wieder um, sprich ich kippe sie zu mir und da auch nicht mit einem kühlen Schwung und fallen lassen, weil die Maschine muss ja in diesen kleinen Gummipuffern einrasten. Deswegen mache ich das langsam und mit Bedacht und halte immer ein bisschen gegen und schaue, dass die Maschine schön wieder in ihren Arretierungen, in ihren Gummipuffern sitzt. Letzter Umstand, den wir jetzt noch erledigen wollen, ist quasi nach der Demontage die Montage, das Ganze zusammenzubauen. Als erstes kommt natürlich mein Transporteur rein. Dabei sind so ein paar kleine Tipps zu beachten. Wie schon vorhin gesagt, machen sich diese kleinen Schräubchen hier mit besonderer Vorliebe selbstständig. Deswegen sollte man aufpassen, wie man die einführt, reinsteckt und da so ein bisschen drauf achten. Das ist tatsächlich ein bisschen fummelig. Aber so mit ein-, zweimal üben kriegt man das ganz gut hin. Und ich drehe die beiden Schrauben erstmal so ein kleines Stück rein und dann ist mir wieder mein toller Schraubendreher ganz dienlich. Drehe die Schrauben rein, drehe sie aber noch nicht ganz fest und das noch nicht ganz fest hat einen Grund, den ich euch gleich zeigen werde. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass der Transporteur noch so ein ganz klein wenig beweglich sein soll, so ein bisschen wackeln, weil beim Einsetzen der Stichplatte spielt das eine Rolle. Die drei Schienen, die hier drinne verlaufen, die drei langen Löcher, die müssen ja genau, passgenau den Transporteur führen. Und manchmal ist es so, dass der Transporteur da noch so ein bisschen zurecht geruckelt werden muss, weil er noch nicht so ganz an der richtigen Stelle sitzt. Aber das sieht hier ganz gut aus, deswegen kann ich die Schrauben festziehen. Auch hier gilt die Regel, handfest, nicht mit aller Kraft, bis es knackt, sondern handfest reicht aus. Ich nehme wieder meine Schrauben für die Stichplatte, die zwei Linsenschrauben mit dem balligen Kopf. Drehe diese Schrauben rein, erstmal mit der Hand. Und auch um so ein bisschen zu zeigen, dass ich über sehr viel Spezialwerkzeug verfüge, habe ich heute noch einen ganz langen Schraubendreher mitgebracht. Das ist dieser hier und der macht es ganz besonders einfach, diese Schrauben hier festzuziehen. Und man sieht hier im Besonderen in dem Bereich,
Ein kurzer Schraubendreher würde hier nicht funktionieren. Ich brauche also einen relativ langen Schraubendreher. Der ist jetzt ein bisschen übertrieben lang, aber macht mir das durchaus leicht und einfach. Alles sitzt wieder. Klappe zu. Und damit Ende meiner heutigen Ausführungen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.